Hallo, heute möchte ich mit euch zusammen mal Linux Mint in eine virtuelle Maschine installieren. Ich habe hier eine virtuelle Maschine ja schon vorbereitet und die starte ich jetzt. Ja, und gleich nach dem Start werde ich gefragt, von welchem Medium ich installieren möchte. Und ich habe das Linux Mint Cinnamon ISO schon hier. Wer das nicht schon drin hat, der muss über dieses Icon, also über diesen Knopf und dann hier eben auf Hinzufügen und dann kann man da eben ein Installationsmedium, eine ISO-Datei installieren, auswählen natürlich. Okay, ich habe es ja schon hier, ich tue mir jetzt einfach die Linux Mint 20.2 schnappen und dann starten wir das Ganze. Und jetzt heißt es Linux Mint starten. So, und wenn das fertig gestartet ist, dann klicken wir hier auf Installieren. Natürlich können wir uns auch erstmal das Linux Mint hier anschauen, was alles installiert ist, was für Einstellungen es gibt und so weiter. Aber ändern brauchen wir in so einem Live-System ja eh nichts. Von daher installieren wir. Mit einem Doppelklick öffnet sich dann der Installationsprozess. Ich klicke hier auf Deutsch. Die Tastaturbelegung wurde automatisch erkannt. Multimedia-Codecs möchte ich installieren. Es soll ja hinterher, wenn ich im Internet damit surfe, auch keine Probleme bei Videos und Ähnlichem geben. Ja, Festplatte löschen und Linux Mint installieren. Nun ja, das ist ja nur eine virtuelle Festplatte, also eine Datei, in die ein Dateisystem reingeschrieben wurde. Und das ist sowieso bisher leer. Von daher keine Sorge, das macht mit eurem Grundbetriebssystem gar nichts. Ja, weiter. Zeitzone Berlin passt. Mein Name. Als Passwort solltet ihr natürlich immer etwas Sicheres nehmen. Ihr könnt zum Beispiel euch einen Satz ausdenken oder einen Satz aus einem Buch nehmen oder was auch immer. Nehmt davon die Anfangsbuchstaben, streut noch ein bisschen Sonderzeichen und Zahlen ein und dann habt ihr eigentlich ein sehr sicheres Passwort. Jetzt für meine Videos ist das nicht so optimal, weil ich mir dann 1000 Passwörter aufschreiben müsste. Deswegen verwende ich immer Benutzername gleich Passwort. Aber das sind auch keine Maschinen, mit denen ich dann produktiv arbeite. Automatisch anmelden. Ja, bei der virtuellen Maschine kann man das gerne mal machen, weil sie ist ja durch mein Grundsystem abgeschottet. Man kann es aber auch jedes Mal mit Passwort machen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis die ganzen Daten kopiert werden. Ich denke mal, so eine Viertelstunde ungefähr könnte es werden. So. Und als nächstes könnte man die virtuelle Maschine starten. Und dann schauen wir mal, ob alles geklappt hat. Das Installationsmedium sollte von VirtualBox automatisch entfernt worden sein. So, und damit das alles richtig gut klappt, hängen wir jetzt noch die Gasterweiterungen ein. Das funktioniert leider so nicht, wie ich das aufzeichne, dass ihr das sehen könnt. Aber ich klicke auf Geräte und dann klicke ich auf Gasterweiterungen einlegen. Also hier auf Geräte und dieses Pop-up, das wird leider nicht gezeigt, aber dort gibt es den Punkt Gasterweiterungen einlegen. Der hat noch drei Punkte. Doch richtig. So, und wenn ich den anklicke, dann sollte hier dieses Symbol kommen und es sollte auch diese Abfrage kommen. Ich sage einfach ausführen. Wenn nicht, muss ich da in diesen Ordner reingehen. So, aber erstmal gebe ich hier mein Passwort ein. Die werden jetzt installiert.
Ansonsten, wie gesagt, müsste ich in diesen Ordner reingehen, zum Beispiel mit einem Doppelklick. Und dann kommt hier nochmal die Autostart-Nachfrage. Und ansonsten könnte ich auch den Autorun hierüber auslösen. Und ich meine auch, dass es klappen würde, wenn ich Run as Root SH starten würde. Also von daher, es gibt viele Möglichkeiten, jetzt die Gasterweiterung zu starten. Running kernel modules will not be replaced until the system is restarted. Also man soll das System im Endeffekt nochmal neu starten, damit es alles dann auch funktioniert, dass ich den Bildschirm groß machen kann und ähnliches. Seht ihr, der ist immer noch so klein. So will ich natürlich nicht arbeiten. Also einfach das Fenster schließen. Und was ich jetzt mache, ist kein Neustart, sondern ich schalte die Maschine aus. Und als nächstes werde ich mir einen Snapshot anlegen. Das geht hier über diese drei Punkte mit den drei Strichen. Dann hier Sicherungspunkte auswählen. Und hier habe ich jetzt den aktuellen Zustand und den kann ich jetzt sichern. Das heißt, ich klicke hier auf Erzeugen. Und das hier ist meine Grundinstallation mit Gasterweiterungen. Beschreiben brauche ich das nicht, das verstehe ich auch so. Und jetzt kann ich jederzeit zu diesem Punkt wieder zurückspringen, indem ich hier auf Wiederherstellen gehe. Das heißt, alle Änderungen ab jetzt kann ich jederzeit wieder rückgängig machen und hätte praktisch die Grundinstallation. Und das ist etwas, was virtuelle Maschinen halt so wertvoll macht, weil ich, wenn ich Software installiert habe, die ich gar nicht haben will, und ich habe mir vorher einen Sicherungspunkt angelegt, dann kann ich zu diesem Punkt wieder zurückspringen, indem ich einfach diesen Zustand wiederherstelle. Okay, das war's für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.